Ich begrüße euch herzlich zur Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren. Mein Name ist Tamim Asfur und ich werde mit euch in diesem Semester die Vorlesung, eventuell im kommenden Semester auch die Vorlesung Rechnerorganisation hier halten. Ich komme aus dem Institut für Anthropomatik und Robotik an der KIT-Fakultät für Informatik. Wenn ich das aber hier mache, würde ich gerne kurz euch erzählen, was wir so in unserer Forschung machen. Das heißt, ich würde euch kurz zeigen, was wir, wenn wir hier jetzt die Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren nicht halten, womit wir uns beschäftigen an meinem Lehrstuhl. Und ihr werdet sehen, dass diese Forschung im Bereich der Robotik, speziell der humanoiden Robotik, die wir betreiben, das, was ihr lernen werdet hier in dieser Vorlesung Digitaltechnik, also wie man Schaltungen entwirft, wie man informationsverarbeitende Systeme entwirft, ohne die sowas nicht gehen kann. Wie bereits gesagt, ich leite den Lehrstuhl für hochperformante humanoide Technologien und wir beschäftigen uns mit humanoider Robotik. Vielleicht kennt ihr einige der Roboter, die ich jetzt auf den nächsten Folien hier zeigen werde. Und vielleicht vorher zum Namen des Instituts. Robotik ist vielleicht ein Begriff für jeden, aber Anthropomatik eher nicht. Mit Anthropomatik, das ist ein Wort, was von Karlsruher Informatikprofessoren geprägt wurde und bezeichnet der Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, unser Ziel an dem Institut hier, Systeme zu entwickeln, die die Lebensqualität des Menschen in jeglicher Hinsicht verbessern, sei es humanoide Roboter, die vielleicht den Haushalt schmeißen, sei es automatische Sprachübersetzungssysteme, die in unterschiedlichen Sprachen zum Beispiel diese Vorlesung ins Englische übersetzen oder Mensch-Maschine-Schnittstellen, mit denen man besser mit technischen Systemen interagieren und kommunizieren kann. Das Institut besteht aus 10 Lehrstühlen. Das sind meine Kollegen, die unterschiedliche Lehrstühle an diesem Institut leiten. Wie man sieht, das fängt hier an, alphabetisch mit Asfur. Ja? Also das ist ja mein Lehrstuhl, ausschließlich mit humanoider Robotik. Dann Kollege Professor Bayerer, der ist auch gleichzeitig Leiter von dem Fraunhofer IUSB hier in Karlsruhe, nicht weit weg hier vom Campus, ein paar hundert Meter. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Bildverarbeitung, Mustererkennung und Fusion von multimodalen Informationen. Professor Rüdiger Dillmann, auch mit humanoider Robotik, aber auch mit Medizinrobotik und mit Servicerobotik, leitet auch eine große Gruppe am Forschungszentrum Informatik. Dann Professor Hein, der mit der stochastischen Informationsverarbeitung beschäftigt und vor allem mit der Anwendung von Schätztheorie zum Beispiel in intelligenten Sensor-Aktor-Netzwerke oder Systemen. Dann Professor Hein beschäftigt sich mit intelligenter Industrierobotik, also wie man intuitive Schnittstellen für die Programmierung von Industrierobotern entwickeln kann. Neuer Kollege, Professor Krüger, der beschäftigt sich mit Fragestellungen der Bewegungsplanung und Bewegungssteuerung in der Robotik. Professor Stiefelhagen mit Bildverarbeitung für die Mensch-Maschine-Interaktion. Gut, also Professor Stiefelhagen beschäftigt sich mit Methoden der Bildverarbeitung für die Mensch-Maschine-Interaktion und leitet auch das Zentrum für sehgeschädigte Studierende hier am KIT. Professor Weibel mit Sprachtechnologien, also Spracherkennung und Sprachübersetzung. Gerade diese Vorlesung wird aufgezeichnet und von dem Lecture Translator von Professor Weibel ins Englische übersetzt, sodass Studierende, die vielleicht wissen wollen, wie das auf Englisch so anhört, oder ausländische Studierende, die vielleicht Probleme mit der deutschen Sprache allgemein, alle, die Probleme mit meinem Akzent haben, die können das vielleicht akzentfrei auf Deutsch nachlesen oder die Übersetzung auch auf Englisch. Und dann stehen hier 2 weitere neue Lehrstühle, die demnächst besetzt werden. Einmal geht es um maschinelles Lernen in der Robotik und einmal um die Medizinrobotik.
So, ich werde nicht zu allen, zu allen Lehrstühlen hier was sagen, sondern nur zu meinem Team. Das ist H2T, also hochperformante humanoide Technologien. Das sind meine Doktoranden, die Informatiker, Maschinenbauer und Mathematiker sind und die mich natürlich unterstützen bei den Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der humanoiden Robotik. Und was wir machen, kann man vielleicht auf der Folie hier sehen. Wir entwickeln selber die Systeme. Natürlich ohne Mathematik geht gar nichts. Ja? Das heißt, man muss auch diese Roboter irgendwie mathematisch modellieren. Wir entwickeln die Systeme angefangen vom CAD bis zu den eingebetteten Systemen, die einzelnen Motoren steuern, beziehungsweise die kompletten Rechner-Software- und Hardware-Strukturen, die einem Roboter ermöglichen, vernünftige Aufgaben zu erledigen. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema Greifen, das bildbasierte und haptische Greifen in der Robotik. Also wie kann man mit Hilfe von visueller Information Objekte erkennen, wie kann man mit Hilfe von dieser Information Greifbewegungen eines Roboters, also den Arm bzw. auch die Hand hier führen, um das Objekt zu greifen, und zwar Objekte, die der Roboter kennt, für die der Roboter beispielsweise Modelle hat, aber auch Objekte, die der Roboter nicht so genau kennt und kein komplettes oder kein genaues Modell davon hat. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Thema Lernen aus Beobachtung des Menschen und aus Erfahrung, also nicht wir, sondern wie die Roboter aus Beobachtung des Menschen bzw. aus eigener Erfahrung lernen können. Deshalb ist es wichtig, hier zu schauen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist, also Bewegungsanalyse des menschlichen Körpers. Was kann der Mensch, wie führt der Mensch bestimmte Bewegungen aus? Vielleicht, was sind die Prinzipien, die Menschen anwenden beim Greifen, beim Balancieren? Wie kann man diese Prinzipien in rechnergerechten Modellen umsetzen und die nutzen für eine effiziente und performante Steuerung von Robotersystemen? Neulich auch beschäftigen wir uns nicht mit dem Thema von Laufen bei humanoiden Robotern, sondern eher mit dem Thema von Balancieren. Und natürlich sehr stark und der Erfolg von solchen Systemen, die zum Beispiel bei uns zu Hause sein, Robotersystemen, die bei uns zu Hause vernünftige Aufgaben erledigen sollen, hängen nur davon ab, wie man alles zusammenbringt. Ja? Das heißt, wie man die Hardware und die Software und die Intelligenz, die erarbeitet wird in einer kompletten Architektur, zusammenbringt, damit der Roboter vernünftige Aufgaben machen. Das bezeichne ich als die Mechanoinformatik, ein Wort, was die Mechatronik, Methoden der Informatik und künstlichen Intelligenz verbindet, um diese kompletten Systeme zu realisieren. Das ist alles sehr trocken, aber vielleicht sieht man jetzt oder bekommt man jetzt einen besseren Eindruck davon, was ich damit meine, anhand von den ein paar Videos, die ich jetzt gerade mitgebracht habe. Das ist der AMA-3-Roboter, den wir hier entwickelt haben, und der operiert in unserem Labor. Also das ist unser Labor, eine normale Küchenumgebung, wo der Roboter, wie man sieht, hier in Interaktion mit dem Menschen Handhabungsaufgaben erledigt, also Greifen und Manipulation von Objekten, Hol- und Bringdienste, wie zum Beispiel Saft aus dem Kühlschrank, Beladen der Geschirrspülmaschine, Lernen von neuen Objekten, die er vorher nicht gesehen hat, auf eine intuitive Art und Weise, wo der Mensch ein Objekt, ein unbekanntes Objekt zeigt und dann der Roboter bestimmte Merkmale anschaut und speichert, sodass er das Objekt, wie man jetzt gerade hier sieht, beim Wiedersehen wiedererkennt. So, und das Ganze hat oder gliedert sich in drei Hauptthemen. Das heißt zunächst mal, wie wir diese humanoiden, also menschenähnliche Roboter bauen. Dann, wie ich bereits gesagt habe, wie wir Greif- und Manipulationsaufgaben bei diesen Robotern implementieren können. Wie die Roboter aus Beobachtung des Menschen lernen. Wir wollen diese Roboter nicht mit Hilfe von Programmiersprachen und Maus und Tastatur programmieren, sondern die sollen gucken, wie wir bestimmte Aufgaben erledigen und daraus ihre eigenen Fähigkeiten lernen. Natürlich, die Interaktion und Kommunikation soll genauso erfolgen, wie Menschen untereinander kommunizieren, also mit Hilfe am besten von natürlicher Sprache,
Das ist ein Forschungsthema, was mein Kollege Professor Alex Weibel hier macht und wo wir seine Systeme und seine Ergebnisse verwenden, um unsere Roboter hier mit Fähigkeiten der natürlichen Kommunikationen auszustatten. Das Ganze hat bereits 1999 angefangen mit dem AMA 1. Ja, da sieht man hier erste exemplarische Implementierungen von Handhabungsaufgaben, also Navigation durch ein Tourfahren, zweiarmige Bewegungskoordination, bildbasiertes Greifen von einfarbigen Objekten bzw. Objekterkennung hier. Das war praktisch so eine erste Studie, wie man diese Systeme hier realisieren kann, damals noch im Rahmen von meiner Doktorarbeit und dann im Rahmen von einem Großforschungsprojekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, wurden auch der AMA 3A und 3B entwickelt. Da sieht man hier, das sind Systeme, also der AMA 3A und 3B, die haben 43 Achsen, man könnte sagen Bewegungsachsen. Man könnte sagen, das ist zu viel, das ist viel, aber im Vergleich zum menschlichen Körper, und das ist natürlich das Vorbild in der humanoiden Robotik, ist das nur ein Bruchteil, wenn man bedenkt, dass wir im menschlichen Körper ungefähr 300 Gelenke haben. Man sieht hier eine Ganzzahl man sieht die Einzelsysteme, also Arme, Hand, mobile Plattform, noch keine Beine, wie man sieht. Eine ganze Menge von Mikrocontrollern, die auf unterster Ebene eingesetzt werden, zum Beispiel um die Regelung zu realisieren. Eine ganze Menge von Sensoren, von Positionssensoren, Kraftsensoren, künstliche Haut, die an den Fingerspitzen, aber auch an den Armen hier eingebaut ist, damit der Roboter auch die Umgebung haptisch ertasten kann. Und natürlich für die Kollisionsvermeidung oder für die Lokomotion in der Umgebung, in dieser Küchenumgebung hier, haben wir 3 Laserscanner, 3 eingebettete Rechner, die natürlich die komplette Informationsverarbeitung übernehmen. Also insgesamt sind das hier 11 sogenannte DSP-FPGA-Boards, die hier implementiert sind oder verwendet werden. Und 5 eingebettete Systeme, eingebettete Rechner, die diesem Roboter erlauben, Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung, Bewegungsplanung, Kollisionsvermeidung und so weiter und so fort, also diese Aufgaben durchzuführen. So, der erste zweibeinige humanoide Roboter ist der AMA 4, den wir auch entwickelt haben. Und da sieht man oder wird man am Ende dieser Vorlesung auch hier sehen, dass das, was wir hier lernen, eigentlich die Grundlage für diese Arbeiten. 76 Mikrocontroller sind in dem Roboter hier eingebaut. Ja, es ist vielleicht so vergleichbar mit einem Flugzeug, Mittel- oder Großflugzeug. Ja, 230 Sensoren, 63 Gelenke, wie man hier sieht. Das Ganze wiegt 70 Kilogramm und ist 170 Zentimeter groß. Und das ist tatsächlich komplett hier am KIT entwickelt worden. Ja? Klar, natürlich die Kameras und die Rechner, die kommen noch von Großherstellern wie Intel und Co. Ja? Aber natürlich die Mechanik bzw. die Software, die Methoden, die dahinter stecken bei den Systemen, die kommen alle aus dem KIT. Sieht man hier ein paar Beispiele, warum ich gesagt habe, auch wir interessieren uns jetzt nicht unbedingt für das Laufen. Man hat gesehen, der AMA 3, der kann sehr gut eigentlich in der Küche ohne Beine vernünftige Aufgaben erledigen. Wir interessieren uns hier eher für das Balancieren. Da sieht man hier, wie Lukas zum Beispiel den Roboter, der auf einem Bein steht, jetzt hin und her schubst und wie der Roboter natürlich diese Störungen kompensiert und sich trotzdem stabil in der Umgebung hält. So, das ist so vielleicht ein Beispiel, da werde ich noch mehr dazu erzählen, wie wir diese Roboter programmieren wollen. Natürlich diese Balancier- oder Methoden, mit denen man humanoide Roboter balanciert, gibt es in der Literatur, kennt man aus der Regelungstechnik, aus der Dynamik, aus der Mehrkörperdynamik, Forschung oder Literatur. Aber wir wollen
Aktionen und Fähigkeiten, die diese Roboter tatsächlich aus Beobachtung des Menschen generieren. Das heißt, wenn es darum geht, auf einem Bein zu balancieren, wollen wir gucken, wie Menschen das machen, egal welcher Mensch. Da sieht man hier der Philipp, der jetzt hier diese Bewegungen ausführt auf einem Bein und wie diese Bewegungen vom Roboter hier ausgeführt werden, über natürlich ein Zwischenmodell des Menschen, damit wir unabhängig sind von dem Lehrer, ja, ob die Person, die gerade die Bewegung demonstriert, eine große, kleine, dicke oder dünne Person ist. Deshalb normalisieren wir alle diese Bewegungen mit Hilfe von einem Referenzmodell des menschlichen Körpers mit 104 Bewegungsachsen. Testen wir das Ganze zunächst mal in der Simulation und dann am Roboter hier. Das ist der Roboter ohne Kopf. Ja, der Kopf war damals hier bei der Arbeit bei einer anderen Gruppe. Ja. Also in unserer Gruppe, aber andere Leute haben an dem Kopf gearbeitet. Ja, wir arbeiten weiterhin an dieser Serie von der Roboter. Das ist der AMA 5, wie man hier auf der Folie sieht. Das ist vielleicht jetzt kein Roboter, wie man das so vielleicht vorstellt, sondern das ist ein sogenanntes Exoskelett. Das ist also ein Roboter, den man anziehen kann, um beispielsweise motorische Fähigkeiten zu augmentieren, zu erweitern. Also, dass man damit vielleicht schwerere Objekte tragen kann, dass man schneller laufen kann und Ähnliches. Aber auch mit dem Menschen mit physikalischen Einschränkungen im Bewegungsapparat natürlich hier aktiv am Leben teilnehmen können. Das sind Einzelkomponenten. Man sieht hier die Hose von diesem Anzug, von diesem Roboteranzug. Also in dem Beispiel, man sieht hier erste Konzepte, wie die Arme realisiert werden können, wie die Hüfte beispielsweise realisiert werden kann. Und das sind alle Arbeiten, die natürlich viel mit dem Entwurf von digitalen Systemen zu tun haben, wenn es darum geht, hier jetzt entsprechend die Mechatronik hier zu entwickeln für diese Systeme. AMA 6, also der 6. in der Familie, ja, der ist ein Roboter, der soll Technikern bei Wartungsaufgaben in Online-Supermärkten unterstützen. Das sind hochautomatisierte Anlagen, die müssen immer wieder gewartet werden. Da muss auch manchmal was repariert werden an diesen Anlagen. Und momentan wird diese Arbeit von Technikern durchgeführt und die Frage ist jetzt, wie können Roboter diese Techniker bei der Arbeit unterstützen, zum Beispiel was festhalten, damit der Arbeiter was abschraubt oder vielleicht was putzen und Ähnliches, vielleicht etwas vom Boden holen und dem Techniker geben, den Schraubendreher, wenn er auf den Boden fällt. Und das sind hier erste Konzepte bzw. erste Entwürfe, wie das System aussehen wird. Das ist ein System, bei dem, wie man sieht, auch das sogenannte innere Schultergelenk, was wir hier haben, auch realisiert wird, damit man die Arme näher zusammenbringen kann. Zum Beispiel, wenn man Flaschen aufmachen will, also sogenannte zweihändige Manipulationsaufgaben, da will man natürlich viel Geschicklichkeit hier im Zentrum vor der Brust haben. Es sind ein paar Gelenke drin, die können sich kontinuierlich drehen, also ohne Gelenkeinschläge. Also beispielsweise wird man jetzt gleich sehen, der Unterarm, der kann sich drehen wie ein Akkuschrauber eigentlich. Das heißt, wenn es darum geht, tatsächlich eine Schraube zu drehen, da muss man das nicht so machen, wie Menschen das machen, sondern der dreht einfach durch, dreht durch im Sinne nicht von durchdrehen, ja, und kann die Aufgabe auf viel einfachere Art und Weise realisieren. So. Insgesamt also entwickeln wir diese Systeme, wir beschäftigen uns natürlich mit Themen des Entwurfs von digitalen Systemen oder eingebetteten Systemen, damit überhaupt die Mechatronik hier, die man sieht, funktioniert. Zum zweiten Punkt, Lernen aus Beobachtung des Menschen, will ich ganz kurz hier ein paar Beispiele zeigen. Und zwar, wie ich bereits erwähnt habe, wollen wir diese Roboter auf diese Art und Weise programmieren. Das heißt, der Mensch demonstriert, wie ein Tisch zu wischen ist und der Roboter versteht, was eigentlich, was ist das Wesentliche in dieser Bewegung. Es geht nicht darum, die Bewegung zu kopieren, sondern zunächst muss der Roboter die Bewegung kapieren, also verstehen. Wie kann ich diese Bewegung mit welchen Parametern repräsentieren, damit ich sie in unterschiedlichen Situationen
anwenden kann. Zum Beispiel lernt er hier beim Wischen, dass die Form der Trajektorie und die Geschwindigkeit, mit der ich die Trajektorie ausführe, zwei wesentliche Parameter, die man berücksichtigen muss, um diese Wischaktionen durchzuführen. Wir sagen ihm natürlich, dass zum Wischen, dass es zum Wischen gehört auch, dass Kontakt mit der Oberfläche eigentlich vorhanden sein muss. Ansonsten wird es ja nie funktionieren. Deshalb lernt der Roboter auch die Kraftprofile während der ersten Ausführung von dem gelernten Wissen. Und damit kann er Kontakt mit der Umgebung immer herstellen, also mit der Oberfläche, die er wischen soll. Somit ist er dann in der Lage, nicht nur jetzt einen Tisch hier, einen planaren Tisch zu wischen, sondern auch eine konvexe oder konkave Oberfläche hier. Denn letztendlich soll er auch die Badewanne oder den Waschbecken bei uns zu Hause auch putzen. Und das Ziel ist tatsächlich, da sieht man hier auch so sogenannte Bewegungsprimitiven, wo das Greifen und Abstellen von einer Tasse, wo der Roboter gelernt hat aus Beobachtung des Menschen, Greifen, Abstellen, ist annähern, zumachen, transportieren, aufmachen und Arm wegnehmen. Das sind eigentlich 4 oder 5 elementare Operationen, die man braucht. Die kann man immer wieder einsetzen und parametrisieren auf die neuen Situationen, damit man nicht nur Greifen und Abstellen von A nach B, sondern von A nach C und Ähnliches macht oder hier andere Aktionen wie Objekte zur Seite schieben. Und das Ziel ist, dass wir so ein Bewegungsalphabet hier erstellen aus Beobachtung des Menschen, genauso wie in der natürlichen Sprache, wo wir unser Alphabet haben, bestehend aus einer endlichen Menge von Buchstaben, aus denen sich die Wörter zusammensetzen und dann mit Hilfe der Grammatik der Sprache können wir natürlich diese Wörter zu Sätzen kombinieren. Das heißt, wenn wir gelernt haben, greifen, rühren, wischen, einschenken und so weiter und so fort, dann können wir dem Roboter sagen, bereite mal Teig vor. Und er wird sagen, okay, Teig vorbereiten heißt greifen, einschenken vom ersten Zutat, greifen, einschenken vom zweiten, rühren, fertig. Ja, so, und da sieht man hier ein komplexes Beispiel, wie dieses Wissen hier eingesetzt werden kann, damit der Roboter hier den Tisch zum Abendessen für 2 Personen vorbereitet. Und da geht es jetzt, also Mirko hat Katja zum Essen eingeladen, und da geht es jetzt hier darum, dass der Roboter zunächst mal weiß, was kann er selber machen und was muss er, was kann er nicht, sodass der Mensch das machen kann. Zum Beispiel, er kann ja die Tassen auf den Tisch stellen, aber die Teller nicht, deshalb macht der Mensch das. Es geht um Salat vorbereiten, er kann zum Beispiel die Mais aus dem Kühlschrank holen, der Mensch muss den Salat schneiden, er kann vielleicht Öl und Salz reintun und dann, wie wir hier sehen. Dabei geht es darum, das war zum Beispiel das Wischen, das war das Wischen, was wir gelernt haben vorher, wo der Roboter tatsächlich diese Wischaktion angewandt hat, um den Salat zu mixen. Ja, und da muss er ein bisschen Öl hier sauber machen und anschließend natürlich einen zweiten Stuhl hier holen. Dabei geht es darum, dass der Roboter hier aus seiner eigenen Erfahrung lernt. Also zum Beispiel, kommt Katja zum Abendessen und fragt nach Cola. Sie will Cola trinken, aber der Roboter weiß, dass es kein Cola zu Hause ist, aber das Multivitaminsaft zum Beispiel, ein nicht alkoholisches Getränk, was man auch anbieten kann in diesen Situationen. Und das hat er aus großen Textkorpora, ja, also das sind große Textdaten mit Hilfe von Text-Mining-Methoden gefunden, diese Assoziationen zwischen Objekten und Eigenschaften oder Assoziationen von Objekten und Aktionen, dass man sagt, okay, eine Tasse kann ich nutzen, um etwas reinzutun, beziehungsweise ein Messer kann ich nutzen, um etwas zu schneiden. Und ein Ball kann ich nutzen, um vielleicht den zu werfen. Und diese Information benutzt der Roboter, also um diese Aufgaben hier auszuführen. So, wie bereits gesagt, wir wollen diesen Bewegungsalphabet erstellen. Deshalb beobachten wir Menschen, also das ist unser Bewegungserfassungsstudio hier. Das ist der Christian, der hier gerade war, Ganzkörperbewegungen, also wie man zum Beispiel hier etwas mischt,
wir normalisieren das auf, mit Hilfe von einem Modell des menschlichen Körpers. Wir können das für zwei Personen auch machen gleichzeitig. Die eine Person unterstützt die andere Person beim Waschen, ja, also beim Duschen, Waschen oder Trocknen. Und wir können mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens zum Beispiel die Bewegungen automatisch segmentieren, dass wir wissen, welche Posen des Körpers sind wichtig für das Balancieren. Und irgendwelche Parameter automatisch generieren oder erzeugen, zum Beispiel Center of Mass oder Angular Momentum. Und mit dem Ziel, dass wir aus Beobachtung des Menschen diese Roboterprogramme generieren. Ja, man sieht auch, es geht nicht nur wie zum Beispiel darum, jetzt die Bewegung zu wiederholen, sondern es geht oder zu kopieren, sondern es geht auch darum zu verstehen, was sind die Konsequenzen der Bewegungen. Deshalb nehmen wir auch die Objekte mit auf. Man hat gesehen zum Beispiel am Ende von dem Video, dass diese Wippi eigentlich auch sich bewegt, wenn der Roboter drauf läuft. Das ist ja extrem wichtig, wenn es um eine zielgerichtete Imitation von Bewegungen geht. So, und mit Hilfe von dem Wissen, was wir erzeugen, von diesem Bewegungsalphabet, die Bewegungsdaten, die in einer großen Datenbank gespeichert sind, können wir zum Beispiel Laufbewegungen des Menschen beobachten, über Sand, über eine Matratze mit Handgeländer, über die Wippi, Treppen hoch mit Handgeländer oder runter ohne, über Steine. Und da können wir daraus diese Bewegungen für unseren Roboter generieren, beziehungsweise für einen anderen Roboter von Kollegen von uns in Japan. Das ist der HRB4. Für den tatsächlich diese Bewegung hier mit Hilfe von diesen Daten, die wir gesammelt haben durch Beobachtung des Menschen, seine Aktion ausführt. So, und es geht nicht nur um die reine Bewegungserfassung und Analyse, sondern es geht um das Verstehen der Semantik von menschlichen Bewegungen. Das heißt, können wir alle möglichen Posen, die Menschen annehmen in ihren Bewegungen während bestimmten Aktivitäten, irgendwie beschreiben, klassifizieren. Und hier sieht man ein Beispiel, ja, von diesen Analysen, die wir durchgeführt haben. Das sind irgendwelche Posen, die auftreten während diesen Aktionen. Und diese Posen, die sind immer charakterisiert mit Anzahl der Kontakte mit der Umgebung. Also ob beide Füße auf dem Boden sind, ob beide Füße und ein Arm, ob ein Fuß und ein Arm oder ob nur eins, ja. Und man sieht hier, dass für jede Bewegung können wir eine Sequenz von diesen Posen erzeugen. Ja, das heißt, die Bewegung hier wird beschrieben mit Hilfe von diesen Aktionen. Das ist die zeitliche Reihenfolge des Auftretens dieser Aktionen. Das sind Laufbewegungen, das sind auch Greifbewegungen, wie man vorher gesehen hat. Das sind Balancierbewegungen. Das heißt, eigentlich mit Hilfe von einem endlichen Satz von Posen, momentan sind das 46 Posen insgesamt, können wir eine Vielzahl von menschlichen Aktivitäten beschreiben. Das sind mehr oder weniger jetzt die Buchstaben von dieser Sprache, Bewegung, also Sprache der Beschreibung von Ganzkörperbewegungen des Menschen. So, natürlich muss das Ganze irgendwie zusammen getan werden in Form von einer Architektur, auf die ich nicht eingehen will. Und natürlich gehört dazu hier eine ganze Menge von Software, die implementiert werden muss in einem ereignisgetriebenen, komponentenbasierten Software-System, was wir auch in der Gruppe entwickelt haben. Okay, dann fangen wir an mit so einer Einführung in die Thematik, und zwar eine Motivation. Und diese Motivation, die wird immer schwieriger natürlich von Jahr zu Jahr, weil natürlich jeder von euch hier sitzt und hat sein Smartphone oder sein Rechner vor sich und hat unglaubliche Mengen von Speicherkapazitäten und der Rechenpower und so weiter und so fort. Und wir versuchen hier euch zu zeigen, ja, was sind eigentlich die Grundlagen dafür, für all diese Technologie, mit der man mit sich rumträgt heutzutage oder ohne die ihr eigentlich euch wahrscheinlich ein Leben nicht vorstellen könnt, oder? Gibt es jemand hier von euch, der kein Smartphone hat? Ich habe ein Smartphone, aber ich benutze es kaum zum Telefonieren, ja? Also das sind jetzt kein Telefon, sondern das sind wirklich jetzt mehr als ein Mittel, mit dem man jemanden anrufen kann. Manchmal weiß man nicht, wie man tatsächlich
jemanden anruft, sondern das sind viel, viel mehr als das. So, deshalb ist, glaube ich, beziehungsweise könnte interessant sein, euch zu motivieren, indem man sagt, ja, was ist eigentlich vor ein paar Dekaden passiert? Wie sah die Welt damals aus? Und das ist, was ich versuchen werde hier. Ich werde nicht bei Eva und Adam anfangen. Natürlich hat man immer oder wollte man immer Systeme bauen, mit denen man rechnen kann. Also zum Beispiel Charles Babbage in dem 18. Jahrhundert, vielleicht davor auch. Wie kann man maschinell rechnen? Also maschinell rechnen heißt addieren, subtrahieren, vielleicht multiplizieren und dividieren. Ich fange 1936 an, weil ich denke, da haben wir so die Geburt des ersten Computers der Welt. Ja, das ist natürlich eine sehr gewagte Aussage von mir jetzt. Aber es ist bekannt, dass Konrad Zuse, ja, also ein deutscher Wissenschaftler, der eine ganze Reihe von programmgesteuerten Rechenmaschinen gebaut hat, mit seiner Z1 den ersten Computer der Welt realisiert hat. Natürlich ist es nicht bei der Z1 geblieben, sondern auch die Z2 und die Z3. Das ist zum Beispiel hier ein Nachbau von der Z3, steht im Deutschen Museum in München. Kann man angucken, die Z3, die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und wie bereits gesagt, der Nachbau hier kann man sich angucken. Das sind natürlich riesige Maschinen. Und die Besonderheit von dieser Maschine, die konnte tatsächlich addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und sogar Wurzel ziehen. Ja? Und die Rechenleistung war so ungefähr eine Operation pro Sekunde. Muss man sich vorstellen. Und diese Maschinen, die waren sogenannte programmgesteuerte Rechenmaschinen mit elektromagnetischen Relais. Das sind hier diese elektromagnetischen Relais. Da sieht man die Dimensionen dieser Relais hier. Die stellen aber den Anfang eigentlich von der modernen Technologien, die wir heutzutage genießen, beziehungsweise in unserem Leben in einer Vielzahl von Anwendungen treffen. Natürlich war das nicht das Einzige, sondern zum Beispiel in den USA ist auch viel passiert. Da hat man zum Beispiel 1943 mit der ENIAC oder mit dem ENIAC-Computer, also Electronic Numerical Integrator and Computer, das war der erste rein elektronische Rechner, also ohne jetzt diese Röhren, die wir gesehen haben auf den Folien vorher. Und da konnte man hier 10-stellige Zahlen in 0,2 Millisekunden addieren. Ja? Man hat so ungefähr 174 Kilowatt oder diese Maschine hat 174 Kilowatt Leistungsverbrauch und hat 30 Tonnen gewogen. Ja, also das muss man sich vorstellen, das sind riesige Räume, wie hier auf den Bildern zu sehen sind. Und wir wollen jetzt nicht versuchen, festzustellen, ja, wie viel mehr ist die Leistung von einem Smartphone, der jeder mit sich rumträgt heute, und wie viel höher ist das, als das von dieser Maschine ist. Und wie viel leichter das Ganze ist und wie viel weniger Energie das verbraucht. So, nun ging die Entwicklung weiter und da hat man immer natürlich nach Miniaturisierungen dieser Lösungen gesucht. Da ist 1947 ein Durchbruch auf dem Gebiet hier passiert, wo drei Wissenschaftler von den Bell Labs, der Shockley und seine Kollegen, hier den ersten Transistor erfunden haben. Wir werden in der Vorlesung auch sehen, wie Transistoren funktionieren, zumindest eine bestimmte Art von Transistoren, wie sie funktionieren, und zwar solche, die man heutzutage in moderner Rechenanlagen oder Smartphones und integrierten Schaltungen verwendet werden. Und dieser Transistor wurde basierend auf Halbleitertechnologie entwickelt und ersetzt somit diese Vakuumröhren und eröffnet natürlich eine große Möglichkeiten zu einer höheren Integration von Funktionen
auf einem kleinen Raum, damit man schneller, besser oder nicht nur die Grundrechenarten, sondern viel mehr eigentlich mit der Maschine realisieren kann. Und die Erfinder von diesem Transistor haben ungefähr 10 Jahre später den Nobelpreis für Physik bekommen. Also man merkt hier, das sind jetzt grundlegende Durchbrüche bei der Entwicklung hier, die tatsächlich, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, oder zumindest ich kann mir das nicht vorstellen, wie die Gesellschaft oder unser Leben aussehen würde, wenn wir keine diese Transistoren nicht hätten. Vielleicht hätten wir was anderes oder hätte jemand was anderes erfunden, aber natürlich haben sie das maßgeblich, hat diese Entwicklung maßgeblich unser Leben verändert. Nun, mit einzelnen Transistoren war es nicht genug, weil man wollte natürlich diese Transistoren nutzen, um Funktionalitäten zu realisieren, zum Beispiel zu addieren, zum Beispiel zu negieren, logische Operationen auszuführen. Und da haben Kilby und sein Kollege hier Robert Noyce unabhängig voneinander die erste integrierte Schaltung entwickelt, 1958. Ja? Und man sieht hier ganz schwer eigentlich, oder kann man erkennen, das sind hier zwei Drähte, die hier zu zwei Platten, sag ich mal, vielleicht Kondensatorplatten hier verbunden sind und wo man natürlich über diesen Mechanismus bestimmte Funktionalitäten realisieren kann. Wir werden sehen, wie diese integrierten Schaltungen aussehen, wie man zum Beispiel logische Funktionen mithilfe von solchen Prinzipien realisieren kann. Im Herbst 2000 hat der Entwickler hier auch den Nobelpreis für Physik und Robert hier, der hat zusammen mit Gordon Moore Intel gegründet, 1968. Also Intel, die Firma, die wir heute noch kennen, ja, und war sogar im Vorstand eine Zeit lang. So, dann ging es natürlich, basierend auf diesen Entwicklungen, ging es los mit der Realisierung von Rechner beziehungsweise von Rechnern mit integrierten Schaltungen, hat Intel 1971 den Intel-Prozessor 4004. Und das war ein Riesendurchbruch damals natürlich, weil man konnte 46 Befehle ausführen. Man hat eine Taktfrequenz von 740 Kilohertz. Ja, und das war der erste kommerziell verfügbare Prozessor von Intel. Also keine Arbeiten, die in einem Labor entstanden sind, sondern das wurde tatsächlich damals auch vertrieben von Intel und ist nach wie vor heute der erste kommerziell verfügbare Intel-Mikroprozessor. Das war eine 4-Bit-Architektur. Das heißt eigentlich, alle Daten, die man dort verarbeiten konnte, waren 4-Bit breit. Muss man sich vorstellen. 4-Bit, ja? Bit, also wo 4 Stellen mit Nullen und Einsen da geschrieben werden können. Man hat dort nicht nur einen einzigen Transistor, sondern 2300 Transistoren integriert. Und das Ganze hat man realisiert mit einer Technologie, die man 10-Mikrometer-Technologie nennt. Das heißt, die wesentlichen Komponenten in der integrierten Schaltung, zum Beispiel die Kanalbreite, ja, die wichtig ist für das Schalten eines Transistors oder wo sich mal ein Kondensator mal bildet und wie breit tatsächlich dieser Teil oder dieser Bereich ist, das ist nach wie vor heute ein Maß für die Integration bei der Entwicklung von integrierten Schaltungen. Und damals hat man diese Strukturbreiten im Mikrometerbereich, also 10-Mikrometer-Bereich realisiert. So, das war 1971. Jetzt haben wir 2017, 2016, also ungefähr ein halbes Jahrhundert später, ja, also fast 50 Jahre später. Da habe ich hier nur zwei Beispiele oder ein paar Beispiele mitgebracht, auch von Intel, und zwar der Xeon E52699V4 Prozessor. Die Namen, die werden immer komplizierter. Und nur zum Vergleich, diese CPU oder dieser Prozessor hat 22 Kerne, also 22 CPUs.
Also klar, Intel der 4004 war eine einzige CPU mit den Daten, die ich da gezeigt habe. Hier haben wir es mit 22 Kernen und 44 Threads, die sogar hardware-technisch realisiert sind. Also nicht Software-Threads, sondern Hardware-Threads. Natürlich, das ist ja massiv oder ermöglicht eine massiv parallele Verarbeitung von Daten mit diesen Systemen. Man hat keine Taktrate im Kilohertz-Bereich wie bei dem 4004, sondern Taktraten von 3,6 Gigahertz bei diesem Prozessor. Also im Vergleich hier waren wir bei 740 Kilohertz. Ja. Eine Hauptspeicheranbindung, also wie der Prozessor tatsächlich an den Hauptspeicher angebunden wird, mit welcher Bandbreite werden Daten zwischen Hauptspeicher und Prozessor ausgetauscht, das sind 77 Gigabyte pro Sekunde. Ja? Das heißt 77 mal 10 hoch 9 Bytes pro Sekunde. Ungefähr 7,2 Milliarden Transistoren im Vergleich zu 2300 bei dem 4004. Und eine Strukturbreite, wir waren dort im Mikrometerbereich bei dem Intel, also 1971. Heute sind wir natürlich im Nanometerbereich, also hier sind das 14 Nanometer. Nur zum Vergleich, was da passiert ist. Natürlich, diese Entwicklung, die hat viele Ursachen. Auf der einen Seite kann man bessere Wafer bauen. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung in der Materialforschung, natürlich in der Nanotechnologie, wo man solche Strukturen bauen kann. Das ist so eine Scheibe, ja, auf der man solche integrierten Schaltungen bauen kann. Und natürlich, je größer der Durchmesser von dieser Scheibe, das sind so Stäbe, die man immer zersägt und schneidet, damit man die einzelnen Scheiben, aus denen man diese Prozessoren zum Beispiel rauspickt, auf so eine Scheibe kommen, dann werden mehrere Prozessoren hergestellt. Und natürlich, je größer der Durchmesser von dieser Scheibe, desto mehr kann ich produzieren. Und vorher war es nicht möglich, dass man solche tatsächlich rein Silizium-Stäbe produzieren kann, die so dick sind. Das heißt, da muss natürlich die Kristallstruktur von dem Silizium so perfekt sein, die auch von dem dotierten Halbleiter. Und das sind natürlich Entwicklungen bei der Halbleitertechnologie, also wie man zunächst mal überhaupt jetzt von der Materialforschung das hinkriegt. Und dann natürlich die Prozesse, die damit verbunden sind, wie Dotieren, Ätzen und Ähnliches, worauf wir in der Vorlesung auch noch zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite ist nicht nur diese Technologie, sondern auch die Werkzeuge, die man hat, um solche hochintegrierten Schaltungen zu entwickeln. Das heißt, man hat natürlich hier enorme Fortschritte gemacht im Sinne von automatischen Tools, mit denen man solche digitalen Systeme oder integrierten Schaltungen konzipieren, entwickeln und produzieren kann. So, ist nicht nur ein Prozessor, sondern heute haben wir es natürlich mit Supercomputers. Ja, also das ist zum Beispiel der Prozessor Nummer 1 auf der Top 500 weltweit. Ja, da gibt es diese Rankingliste top500.org, könnt ihr mal angucken. Das ist der Supercomputer aus China, also China's National University of Defense Technology. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, das sind 3.120.000 Kerne. Ja, wir haben bei dem hier, reden wir über Kerne und reden über Anzahl von Transistoren. Und das sind hier Millionen von Kernen, die in dieser, sag ich mal, Rechenanlage oder Supercomputer eingebaut sind. Der hat einen Hauptspeicher von 1,34 PB. Weiß jemand von euch, was PB ist? Das steht auf der Folie. Das sind 10 hoch 15 Byte oder 2 hoch 50 Byte Hauptspeicher. Ja? Der kann 33,86 Petaflops
pro Sekunde, also Anzahl der Fließkomma-Operationen, die pro Sekunde verarbeitet werden können auf diesem Rechner. Und er hat natürlich eine Leistungsaufnahme, die entsprechend groß ist. Das sind 24 Megawatt, wie hier angegeben ist. So, andere Beispiele. Andere Beispiele, die zeigen auch, wie die Entwicklung in unterschiedlichen Richtungen läuft. Also nicht nur jetzt hoch oder mehr Kerne auf einem Chip bringen oder solche Supercomputer bauen, sondern komplette Systeme auf einem Chip realisieren. Also sogenannte System-on-Chip-Systeme, zum Beispiel für mobile Geräte, also von der Firma Qualcomm hier, wo man auf einem Chip jetzt, also auf einem System-on-Chip-Chip, ja, also auf einer Komponente, auf einer System-on-Chip-Komponente auch enorme Leistung eigentlich heutzutage finden kann. Also zum Beispiel CPUs mit 2,2 Gigahertz. Es gibt natürlich viele, viele Smartphones heutzutage, die man kaufen kann, die 8 Kerne, 4 Gigabyte RAM und Ähnliches schon on board haben. Digitale Signalprozessoren, mobile Kommunikation, WLAN, Bluetooth, NFC, USB, alles das komplette System, also nicht nur der Prozessor selber, die CPU, sondern das komplette System tatsächlich integriert auf einem einzigen Chip. So, diese Leistungssteigerung, wie ich bereits angedeutet habe, ist auf der einen Seite dadurch möglich geworden, dass man immer mehr Gatter, also immer mehr Transistoren auf einem Chip unterbringen kann. Auf der einen Seite, weil die Entwicklungsprozesse besser geworden sind und weil man die Chipflächen ja auch größer herstellen kann, diese Wafer auch größer herstellen kann. Natürlich, die Leistungssteigerung kommt auch durch höhere Taktraten. Wahrscheinlich in der Zukunft wird das nicht mehr viel bringen, dass man jetzt hier nur die Taktrate mal erhöht, sondern man muss ein bisschen umdenken und schauen, weil man kommt mal an bestimmten Grenzen der Physik, die dann mit dieser Technologie nicht mehr realisiert werden können oder wo man höhere oder mehr Leistungssteigerung realisieren kann, durch höhere Frequenzen nicht mehr vertretbar ist. Und der Fortschritt bei dem Entwurf von hochintegrierten Schaltungen, einmal verbesserte Chip-Architekturen, man hat sogenannte Standardzellen, die natürlich den Entwurfsprozess von solchen hochintegrierten Schaltungen verbessern. Wir werden in der Vorlesung sehen, später, was Standardzellen heißt und was es bedeutet, mit Standardzellen hier Systementwurf zu machen. Und man hat rechnergestützte Methoden, mit denen man die Systeme entwerfen, also für die Synthese, aber auch analysieren, zum Beispiel für die Simulation. Und diese ganze Entwicklung von 1971 bis heute, die wurde immer geprägt von einem Gesetz in der Mikroelektronik. Und zwar, das ist das sogenannte Moore-Gesetz. Postuliert wurde das Ganze 1975 von Gordon Moore. Ja, haben wir gerade gehört, dass er der bei Intel sehr stark involviert war. Und er hat so ein Gesetz oder eine These formuliert damals, die man natürlich in der Literatur in unterschiedlichen Formen sieht. Es geht darum, wie schnell eigentlich oder wie stark ist die Leistungssteigerung in der Mikroelektronik, ja, oder in der Rechnertechnologie. Und das sind hier drei Formulierungen, die mehr oder weniger äquivalent sind. Die erste Formulierung heißt, die Anzahl der Transistoren pro Prozessorchip, also die Anzahl der Transistoren, die man pro Prozessorchip auf einem Prozessorchip integrieren kann, verdoppelt sich alle 2 Jahre. Wir haben gesehen, 2300 Transistoren bei dem Intel 4004 und Milliarden von Transistoren bei Prozessoren, die wir heutzutage kaufen. Das heißt, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren, die man auf einem Chip integrieren kann. Beziehungsweise die Verarbeitungsleistung von Hochleistungsprozessoren verdoppelt sich alle 18 Monate, also ungefähr alle 2 Jahre sollte man seinen Rechner austauschen, weil da kriegt man für den gleichen Preis die doppelte Leistung. Ja. Das heißt,
hier für den gleichen Preis liefert die Mikroelektronik die doppelte Leistung in weniger als 2 Jahren. So, das sind diese 3 Formulierungen für das Mooresche Gesetz. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen genauer anguckt, das war die Vorhersage von 1965. Ja? Also 1965, das in diesem Paper hier von Gordon Moore, hat er diese Vorhersage gemacht. Das heißt, wenn alles laut seiner Hypothese jetzt geht, dann werden wir diese Entwicklung haben. Also im Jahr 1975 werden wir hier, das ist logarithmisch hier, werden wir praktisch diesen Verlauf bei der Leistungssteigerung oder Integration auf einem Chip haben. Das ist eigentlich, was man heute weiß. Das ist der 4004 von Intel von 1971. Und das sind hier irgendwelche Prozessoren, die wir heute haben oder kaufen können. Ja? Und wenn man jetzt hier diesen Verlauf mal anguckt, dann sieht man eigentlich, dass man also hier aufgetragen das Jahr und hier die Anzahl der Transistoren pro Prozessor, also zum Beispiel hier der Pentium M, der hatte ungefähr hier 100 Millionen Transistoren. Und hier sind wir bei 1000 Millionen, also 1 Milliarde Transistoren hier bei diesen Prozessoren. Also wenn man das Ganze hier mal anguckt, dann kann man ganz schön hier eine Gerade ziehen, wo man sieht natürlich, dass dieses Mooresche Gesetz nach wie vor seine Gültigkeit hat. So, aber man stößt, wie ich bereits angedeutet habe, an den Grenzen der Physik. Ja? Das Ganze basiert darauf, dass bestimmte Ladungsträger, wie wir in der Vorlesung sehen werden, zwischen 2 Elektroden sich bewegen, damit wir tatsächlich vielleicht eine 0 oder 1 speichern, damit Strom fließt oder nicht fließt. Und je kleiner man wird, ja, je mehr man miniaturisiert, desto weniger Ladungsträger dort vorhanden sein werden, die tatsächlich diesen Effekt realisieren können. Das heißt, irgendwann mal wird es nicht mehr so skalieren, wie Moore das hier vorher gesehen hat. Und deshalb spricht man tatsächlich auch von dem, was mehr als Moore ist. Ja? Das heißt, was kommt eigentlich danach? Ja? Und das ist natürlich keine Fantasien, das sind aktuelle Entwicklungen, wo man versucht, Technologien zu entwickeln, die auch, sag ich mal, analoge Prinzipien auch benutzen. Also zum Beispiel, wir wissen ja, zum Beispiel Technologien, die Funktionen äquivalent zum Beispiel zu unseren Augen, zu den Ohren, Nasen, Armen und so weiter und so fort. Und da versucht man hier sogenannte Digital Content System on Chip Lösungen, wo es darum geht, hier natürlich immer kleiner zu werden oder wo man kleiner wird, was die Strukturbreite angeht. Man sieht hier also 130 Newtonmeter und je kleiner wir werden, wir bewegen uns hier in die Richtung. Auf der anderen Seite hier mehr Diversification, das heißt, wo man jetzt irgendwelche analoge Technologien, vielleicht biologische Prinzipien wie Biochips, ja, integriert und dann diese 2 Systeme miteinander verbindet, damit man natürlich eine höhere Performance oder höhere Leistungssteigerung erreichen kann. Gut, das heißt, diese moderne Entwicklung, die wir jetzt erleben oder die wir haben, die kann man ja so in Schlagworten zusammenfassen, dass man weiß, man hat viele computerbasierte Geräte, die erleichtern uns den Alltag. Das sind anziehbare Wearable Computing Systeme, das sind natürlich Hochleistungsrechner, die Wettervorhersagen, Verkehrssituationen, Routen planen und so weiter und so fort. Die Rechner, die werden auf der anderen Seite unsichtbar, nehmen in Zahl gewaltig zu, also die sind überall zu finden. Alles natürlich ist mit allem verbunden, das heißt, diese Chip-Entwicklung, die beeinflussen maßgeblich auch das wirtschaftliche Geschehen, ja, und werden das in der Zukunft genauso machen. In dieser Vorlesung wollen wir euch
die Grundprinzipien von der Hardware-Seite von informationsverarbeitenden Systemen vermitteln, weil wir der Überzeugung sind, dass Informatiker nicht nur Code schreiben können, beziehungsweise weil ich der Meinung auch bin, dass Informatiker besser Code schreiben können, wenn sie wissen, wie die Hardware, die darunter, die diesen Code ausführt, aufgebaut ist und denkt und funktioniert. Ja? Das heißt, viele Problemlösungen, gerade in der Robotik jetzt nur als Beispiel, ich will ja nicht über autonomes Fahren und andere aktuelle, interessante oder hochaktuelle Beispiele reden. Gerade in der Robotik ist man bei Problemlösungen immer darauf angewiesen, eine Kombination von Hardware und Software. Oder eigentlich, man kann Software und Hardware nicht unabhängig voneinander betrachten. Und das ist so unser Ziel in diesem Modul Technische Informatik, wie bei euch jetzt in der ersten Vorlesung Digitaltechnik, die Grundprinzipien von digital oder informationsverarbeitenden Systemen hier vermitteln und dann natürlich von Computerarchitekturen in der Vorlesung Rechnerorganisation. So, wenn man den Aufbau, Schichtenaufbau von einem Rechner anguckt, dann haben wir natürlich hier die Hardware und haben wir oben die Software. Und natürlich, wir wissen viel über die Software, habt ihr wahrscheinlich bereits in den einführenden Vorlesungen. Wir haben Betriebssysteme, wir haben Middleware, wir haben dann die Anwendungen, die auch verteilt sein können, die vom Anwender in irgendeiner Hochprogrammiersprache geschrieben werden. Und unten hier haben wir die echte Hardware, also keine virtuellen Maschinen, auf denen hier diese Software läuft, sondern wirklich die realen Maschinen, ja, die Software-Programme oder Programme ausführen. Und das ist genau das Thema des Moduls Technische Informatik, also der beiden Vorlesungen Digitaltechnik und Entwurfsverfahren und die im Wintersemester die Vorlesung Rechnerorganisation. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen genauer betrachten, dann sind immer beim Entwurf von so einem Rechnersystem eine ganze Menge von Komponenten, die natürlich notwendig sind. Also damit man jetzt eine Applikation startet, wie ein Webbrowser und so weiter, muss vieles eigentlich stimmen oder sind viele Software- und Hardware-Komponenten involviert. Sieht man zum Beispiel hier in dieser Folie, natürlich haben wir hier ein Betriebssystem, wir haben einen Compiler, der unsere Programme in Hochsprache in irgendeinen Object Code übersetzt und dann linkt und dann eine ausführbare Datei generiert und dann diese Datei muss natürlich von einer Hardware ausgeführt werden. Das heißt, letztendlich von Transistoren, die zusammengefasst sind zu integrierten Schaltungen, die dann zu komplexeren Systemen beziehungsweise komplexeren Systemen mit bestimmten Verbindungsstrukturen, die praktisch festlegen, welche Informationen wann verschoben werden muss, damit natürlich dieses Programm hier ausgeführt wird. Das heißt, hier eigentlich setze ich jetzt die Software an, hier die Hardware. Und wenn man das Ganze neu aufzeichnet hier, dann werden wir uns natürlich vermehrt hier mit diesem Hardware-Teil in der Vorlesung beschäftigen, also mit dem grünen Teil. Die Schnittstelle ist eigentlich die Schnittstelle hier zwischen einem Compiler und einem Assembler. Das heißt, in der Vorlesung Rechnerorganisation werden wir uns mit dem Thema Assembler-Programmierung, Befehlssätze, Aufbau von Prozessoren, Daten- und Steuerpfade und in der Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren werden wir mit den untersten Levels hier oder Ebenen beschäftigen. Und wenn man das Ganze ein bisschen genauer betrachtet, dann haben wir natürlich hier unten die ausführenden Schaltungen, also die Physik, die Transistoren, die zusammengebaut werden müssen, damit man addiert, damit man subtrahiert, multipliziert, damit man eine logische Operation ausführen kann. Und natürlich, diese Schaltungen, die müssen ja gesteuert werden von irgendwelchen höheren Ebenen. Gesteuert bedeutet, es müssen bestimmte Schaltvorgänge hervorgerufen werden. Diese Schaltvorgänge kommen von oben. Hier zum Beispiel Programme, die haben wir gesehen, vorher in Hochsprache bzw. auf der Assembler-Ebene geschrieben werden, wo man symbolische Darstellung der Befehle hat, die mit Hilfe von einem Assembler in maschinenspezifische Befehle, also 0 und 1 eigentlich,
Und dann aus diesen maschinenspezifischen Befehlen dann sogenannte Mikrobefehle generiert werden, mit denen man die einzelnen Operationen ausführen kann. Also man könnte sich vorstellen, hier steht irgendeine Instruktion add Register 1, 2 und 3. Hier steht irgendeine Folge von Nullen und Einsen als Maschinenbefehl und zu jedem Maschinenbefehl nochmal so ein Mikroprogramm, der diesen Maschinenbefehl ausführt und ganz unten hier die ausführenden Schaltungen, über die wir in der Vorlesung hier viel lernen werden. Also wie man sie entwirft und wie man sie analysiert. So, nochmal hier dargestellt, das heißt, oben natürlich auf der höchsten Ebene haben wir, wie wir jetzt so von einem Problem zu Hardware kommen, nicht zu einem Programm, also wie man immer sagt, vom Problem zum Programm, sondern vom Problem zu Hardware. Das heißt, eine Robotersteuerung ist unser Problem. Wir wissen, bei einer Robotersteuerung müssen wir irgendwas zur Greifplanung machen, müssen wir Objekte erkennen. Wenn wir greifen wollen, müssen wir kollisionsfreie Bewegungen planen. Das sind die Algorithmen, die wir zum Beispiel in Hochsprachen wie C, C++, Java implementieren, die dann, wie wir sehen werden, in Rechnerorganisationen hier natürlich auf Maschinen, in Maschinensprachen übersetzt werden, mit Hilfe von Compiler und Assembler. Und wir werden dann in dieser Vorlesung sehen, was sind die Grundstrukturen einer Recheneinheit, also ein CPU zum Beispiel eine arithmetisch-logische Einheit, zum Beispiel wie man Gattern realisiert, Komponenten realisiert, mit denen man logische Funktionen implementieren kann. Und wir werden natürlich gucken, wie die zugrunde liegende Physik, ja, also warum funktioniert das, ja, was sind die physikalischen Prinzipien, auf denen solche Vorgänge basieren, da werden wir auch natürlich hier drauf zu sprechen kommen. So, vom Problem zur Hardware lässt sich das vielleicht hier nochmal veranschaulichen anhand von diesem Beispiel. Das heißt, wenn wir hier ein C-Programm haben, wo wir schreiben, A plus B ist die Summe, dann sieht das jetzt auf Maschinenbefehl oder Assembler-Ebene als die Addition von zwei Registern S0 und S1, in denen A und B vorhanden sind und wo man das Ergebnis zum Beispiel in S2 schreibt. Und die Hardware-Ebene würde sein, wir müssen sowas realisieren, wo wir zwei Register, die wir mit Inhalten beschreiben können, A und B, wir müssen so einen Addierer realisieren, der praktisch diese Operation hier auch ausführt und natürlich das Ergebnis in einem Zielregister hier schreibt. So, der Aufbau bei solchen datenverarbeitenden Systemen, die bestehen natürlich aus vielen Komponenten. Die Komponenten, die sind mit einer bestimmten Struktur miteinander verbunden, ganz allgemein. Und daraus ergeben, also diese Struktur und die Komponenten ergeben das gewünschte Verhalten, wie man hier sieht. Also Komponenten plus Struktur, dann ist es das gewünschte Verhalten, um etwas zu realisieren. Man hat immer es mit zwei Problemen zu tun oder zwei Zielen verfolgt man immer beim Aufbau von solchen Systemen. Einmal natürlich, wie man die Systeme entwirft. Das heißt, wenn ich bestimmte Komponenten kenne, wie Transistor, wie kann ich daraus was Komplexeres bauen, damit ich zum Beispiel eine Komponente bauen kann, die addieren kann. Das heißt, Komponenten mit bekanntem Verhalten muss man in eine Struktur so verbinden, dass das gewünschte Verhalten resultiert und die Kosten möglichst gering sind, das ist immer wichtig. Und die zweite Aufgabe oder das zweite Ziel ist natürlich die Analyse von diesen Systemen. Das heißt, gegeben ist ein System bestehend aus bestimmten Komponenten und deren Struktur. Und jetzt soll man Vorhersagen machen, Simulationen machen, um etwas über das Verhalten, was macht die Schaltung oder was macht das komplette System. Und um die Komplexität zu reduzieren beim Entwurf von diesen Systemen, führt man natürlich unterschiedliche Abstraktionsebenen. Das heißt, wenn wir hier Funktionen und Verhalten haben, wir wissen, dass dieses Verhalten wird realisiert durch Komponenten und Strukturen. Das heißt, diese Komponente kann man nochmal detaillieren und die Komponente ist wiederum realisiert oder wird realisiert durch weitere Komponenten und auch gewisse Verbindungen zwischen diesen Komponenten. Und diese Hierarchie, die man hier einführt, erleichtert sowohl den Entwurf als auch die Analyse von diesen Systemen.
So, es gibt zwei Extremstrategien. Einmal, man sagt, okay, wir gehen nur top-down. Das heißt, wir zerlegen die Gesamtfunktion, bis alle Teilfunktionen durch bekannte Komponenten ausgeführt oder realisiert werden können, oder nur bottom-up, wo man sagt, wir kombinieren bekannte Komponenten so miteinander, dass wir das gewünschte Verhalten erreichen. Es gibt sogenannte Jojo-Entwurfsprinzipien, also man geht ein bisschen top-down, dann bottom-up und so weiter und so fort, pendelt zwischen den zwei Ebenen, sodass man vielleicht die optimalste Lösung hat. Das lässt sich beschreiben anhand von diesem Diagramm, also Systemfunktionalität so weit zerlegen, bis wir auf die Grundelemente, aus denen man dieses System bauen kann, kommen, beziehungsweise aus solchen Grundelementen oder solche Grundelemente so miteinander kombinieren in einem Bottom-up-Prozess, sodass wir das gewünschte Verhalten bekommen. So, das sind die Lernziele in Digitaltechnik und Entwurfsverfahren. Das heißt, ihr sollt verstehen, wie zum Beispiel Zahlen im Rechner dargestellt werden. Das werde ich versuchen, dieses Jahr knapp zu halten, weil ich glaube, ihr wisst, wie das geht. Fähigkeiten zur formalen Schaltungsbeschreibung. Das heißt, wir werden uns mit dem Thema Modellierung, also formale Modellierung von diesen Systemen, damit man sie überhaupt mit Informatikmethoden entwerfen kann. Ihr sollt die Fähigkeit haben, Schaltungen zu analysieren und zu verstehen, aber auch eigene Schaltungen zu entwickeln. Dann wollen wir relevante Speichertechnologien kennenlernen und Realisierungen von komplexen Schaltungen, zum Beispiel eine komplette arithmetisch-logische Einheit, die addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert und alle logischen Operationen ausführen kann. So, das ist so ein detaillierter Inhalt. Einmal Grundlagen der Informationsdarstellung im Rechner, einmal Schaltnetze. Dann Schaltwerke im Gegensatz zu Schaltnetzen, das sind Schaltungen mit Gedächtnis, also die etwas speichern können. Dann werden wir eine einfache ALU, arithmetisch-logische Einheit, realisieren und die Vorlesung abschließen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.